Für günstige, schnelle und sichere FIFA-Münzen sowie PSN-Karten oder Microsoft-Points, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Yo Leute, was geht? Hier ist euer Simon von den Gamer Brothers und damit herzlich willkommen zu dem, ja, relativ besonderen Video. Sowas mache ich eigentlich nicht, versuche ich aber in Zukunft mal ein bisschen mehr zu machen, dass ich hier mal ein bisschen Gameplay im Hintergrund laufen lasse und mal so ein bisschen was erzähle. Ja, heute gibt es 20 Fakten über mich, die vielleicht der ein oder andere schon wusste, der ein oder andere nicht wusste. Vielleicht gibt es auch ein bisschen was Privates, ihr werdet es dann sehen. Auf jeden Fall heute mal mit einem 20 Fakten über mich Video und ich würde sagen, wir fangen da auch direkt mal an. Ja, der erste Fakt ist, ich bin circa 1,77 Meter groß oder auch 1,76, man kann es nicht genau sagen. Ich denke mal morgens so 1,77, gegen abends dann so 1,75, 76. Damit bin ich in meiner Familie nicht wirklich klein, was ich ja eigentlich so auf dem Papier wäre, denn meine Mutter ist gerade mal 1,58 Meter groß. Und mein Vater hat es auch nur auf die 1,74 geschafft, von daher bin ich mit meiner Größe relativ zufrieden. Der zweite Fakt, ich habe richtig ekliges, chronisches Nasenbluten und zwar immer aus dem rechten Nasenloch. Das müsste das hier sein, von euch, glaube ich, links, egal. Und zwar, keine Ahnung, wo das herkommt, aber irgendwie habe ich seit Kind auf schon, ja, circa einmal die Woche richtig heftiges Nasenbluten, wo ich einfach eine halbe Stunde vorm, Spülstein stehe und mir alles aus der Nase läuft. Warum auch immer, aber es ist so und ich kann nichts dagegen machen. Außer mich operieren zu lassen und da habe ich keinen Bock drauf. So, Fakt Nummer 3. Ich habe den abgefucktesten Musikgeschmack, den man sich vorstellen kann. Man müsste durch meine Spotify-Playlist gehen und man würde denken, ich bin komplett gestört. Ich höre von Rap über Chartsmusik bis Dubstep, über Chillstep oder keine Ahnung, Mashups. Eigentlich alles und wenn es abends mal richtig gut läuft, dann kann ich mir sogar Helene Fischer geben. Da muss der Pegel dann aber schon ein bisschen höher sein. Von daher, ich habe einen sehr komischen Musikgeschmack, kann mir alles geben und wenn ich mit so Leuten spreche, dann kommt das immer darauf, eigentlich auf das Gleiche raus. Am Ende denken immer alle, ich habe wohl einen an der Klatsche, weil ich den komischsten Musikgeschmack habe. Ich kann in einem Moment Rap hören und im nächsten brauche ich dann eine richtig chillige Rihanna. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber meinen Musikgeschmack gibt es irgendwie anders nicht her. Fakt Nummer 4 ist vielleicht sogar einer der witzigsten Fakten. Und zwar habe ich früher Yu-Gi-Oh! Videos gemacht, damals unter dem Synonym BlackRingFan1 und hatte dort ca. 1300 oder 1200 Abonnenten, wenn ich mich nicht täusche. Und das war auf jeden Fall eine sehr witzige Zeit, ihr werdet gleich noch was eingeblendet bekommen. Während den Kanal habe ich 2010 eröffnet und ziemlich genau ein Jahr später, 2011, unter irgendwelchen besonderen Umständen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendwie hatte ich keinen Bock mehr oder so, habe ich dann 2011 aufgehört. Es war ziemlich witzig, muss ich sagen, und ich blende euch da gleich mein Video ein. Damals war ich, glaube ich, 11 oder 12. War auf jeden Fall witzig. Ja, Leute, hier ist wieder euer BlackRingFan1 und ich habe heute Gast, der heißt YugiFreak1000. Und ja, wir haben uns heute was, oder heute, wir haben uns was bei eBay bestellt und das machen wir jetzt auch auf. Es ist ein absolutes Powerfast-Display. So, Fakt Nummer 5 ist, dass ich einen ziemlich abgekrüppelten Finger habe. Das ist der Ringfinger auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, ob es man sehen kann. Ja, das sieht man sehr deutlich. Das ist der Finger. Der ist oben an dieser Kuppe relativ krumm. Ja, hier sieht man ziemlich deutlich, dass der verkrüppelt ist. Denn wir haben im Schulsport Flag Football gespielt und da muss man da diese Flaggen rausziehen und ich bin dann am Körper eines Mitmenschen hängen geblieben, beziehungsweise dieses Stück von meinem Finger und jetzt ist der, oh, man sieht das hier wirklich, jetzt ist er oben ziemlich krumm und seitdem zitter ich auch mit der rechten Hand ziemlich heftig. Fakt Nummer 6 ist, dass ich neben FIFA noch viele andere Spiele spiele. Ihr seht ja auf diesem Kanal die ganze Zeit nur FIFA. Aber ehrlich gesagt spiele ich noch sehr gerne nebenbei Call of Duty, Battlefield, Minecraft. Ich habe eine sehr lange Zeit The Last of Us durchgesuchtet. Far Cry lege ich auch immer mal wieder rein. Und letztendlich habe ich mir jetzt letztens noch Dying Light geholt. Und mein Spielegeschmack ist eigentlich sehr breit gefächert. Aber es kommt ja hier nur FIFA zu sehen, ist aber für mich kein Problem, denn FIFA bleibt und ist mein absolutes Lieblingsspiel. Fakt Nummer 7. Ich bin ein ziemlich ehrlicher Mensch, würde ich sagen. Ich gebe sehr offenkundig meine Meinung eigentlich preis. Manche Leute kommen damit gut klar, manche auch nicht, was man hin und wieder mal merkt, aber ich mag das irgendwie nicht, wenn man ja seinem Gegenüber irgendeine Szene vorspielt. Von daher bin ich eigentlich relativ ehrlich. Fakt Nummer 8. Ich bin zwar ein sehr offener Mensch, aber teilweise bin ich auch ziemlich schüchtern. Vor allem, wenn es mit Leuten unterwegs geht, die ich nicht so kenne oder nicht so gut kenne, bin ich am Anfang ziemlich schüchtern. Wenn man so ins Gespräch kommt, halte ich mich am Anfang meistens eigentlich zurück und lasse die anderen mal so ein bisschen, das ist wie so ein Abtasten bei den Hunden. Man guckt erstmal so, ja, was sind das so für Leute? Und dann am Ende komme ich aber meistens ganz gut raus. Und Fakt Nummer 9. Obwohl ich, wie es für euch wahrscheinlich aussieht, den ganzen Tag vor dem PC sitze, was nicht unbedingt stimmen muss,
bin ich eigentlich ein Naturmensch. Ich gehe sehr gerne mit meinem Hund raus und laufe auch gerne einfach mal hier bei uns durch die Natur, weil es mir Bock macht, so ein bisschen Musik zu hören und dann da durchzulaufen, finde ich gar nicht schlecht. Also geht an die frische Luft, Jungs, denn das ist auch eine schöne Sache. Fakt Nummer 10, das ist jetzt schon die Hälfte. Wow, ich hätte den Mathe-Leistungskurs an meiner Schule nehmen sollen, aber egal. Ich habe auf jeden Fall den Drang zur Perfektion. Man könnte es jetzt, also als Putzfummel würde ich es nicht sehen. Aber irgendwie, keine Ahnung, müssen meine Monitore immer gleich stehen. Die müssen genau nebeneinander stehen. Mein Schreibtisch muss aufgeräumt sein. Hinten da, ihr seht es auch, mein Regal muss dekoriert sein. Wenn da irgendwas umfällt oder nicht an seinem Platz steht, muss ich das sofort ändern. Keine Ahnung, meine Poster müssen gerade hängen. Irgendwie hasse ich das, wenn das Potenzial irgendwie nicht voll ausgeschöpft wird. Das heißt, wenn ein Poster gerade hängen kann, dann will ich das doch auch gerade hängen haben. Ne, wenn ihr versteht, was ich meine. Von daher hasse ich das auch, wenn der Finn bei mir pennt. Denn der schiebt immer so an dem Monitor rum und dann steht er immer so richtig krumm und schief. Das regt mich richtig auf. Fakt Nummer 11. Ein relativ negativer Fakt. Und zwar bin ich ein ziemlich, ziemlich schlechter Verlierer. Egal, was es ist, ich hasse es zu verlieren und ich versuche das dann meistens so ein bisschen zu überspielen. Aber in FIFA, wenn ich gegen Freunde spiele oder so, ich mag es einfach nicht zu verlieren. Sei es beim Parkourlaufen, was ich überhaupt nicht kann im Schulsport, hasse ich es trotzdem dann zu verlieren, auch wenn ich mich noch nie vorher damit auseinandergesetzt habe. Irgendwie mag ich das überhaupt nicht, keine Ahnung. Früher bei Monopoly-Spielen schon immer die Figuren über den Tisch geworfen mit der Familie. Aber keine Ahnung, irgendwie hasse ich es zu verlieren. Fakt Nummer 12. Momentan ist die erfolgreichste Phase, die ich auf YouTube je erlebt habe. Meine Videos machen die meisten Klicks und ich verdiene auch das meiste Cash. Trotzdem habe ich immer noch alles 100% selfmade und lasse meine Videos nicht von irgendjemandem cutten oder mache mir irgendwo fremde Intros oder so, sondern ich bin 100% selfmade und so soll das Ganze auch bleiben, denn irgendwie mag ich das nicht, wenn jemand an meinen Sachen rumfummelt, vor allem an meinen Videos. Mag ich irgendwie nicht, keine Ahnung, das muss alles irgendwie von mir kommen. Fakt Nummer 13, ich gucke sehr viele YouTuber, trotzdem bin ich im amerikanischen Bereich mittlerweile eher weniger unterwegs oder im englischen. Ich mag die ganzen großen englischen YouTuber irgendwie nicht so sehr, die sind ab und zu mal witzig, aber mittlerweile, finde ich, merkt man, dass 90 oder wenn nicht sogar mehr Prozent davon gestellt sind und das finde ich irgendwie richtig, richtig kacke. Fakt Nummer 14, ich bin ein absoluter Serienjunkie und momentan gucke ich vor allem The Walking Dead, Breaking Bad habe ich letztens durchgeguckt, Lost fehlt mir noch eine Staffel und jetzt fange ich demnächst mit House of Cards an, genau. Ah ja, und Game of Thrones, nicht zu vergessen. Fakt Nummer 15, ich habe eine absolute Postersucht. Man kann es schon im Hintergrund sehen, da kleben schon 3 Poster. Mein ganzes Zimmer ist voller Poster und ja, ich habe eine absolute Postersucht. Fakt Nummer 16, vielleicht, wenn man es mir nicht ganz so ansieht, war ich früher richtig, richtig, richtig extremst dünn. Ich sah sehr abgemagert aus. Das Ganze hat sich dann so circa in der 4. oder 5. Klasse geändert. Weil ich da einen Unfall hatte mit einem City-Roller, bin ich gegen so einen Poller gefahren und musste 4,5 Wochen im Krankenhaus, glaube ich, liegen. Teilweise, glaube ich, waren sogar 2 Wochen von in den Sommerferien. Nee, Quatsch, so lange habe ich gar nicht. Ich meine, ich habe 2 Wochen im Krankenhaus gelegen, aber durfte irgendwie 4 oder 5 Wochen keinen Sport machen. Und ja, in der Zeit habe ich es mir richtig gehen lassen und habe mich mit Chips und Co. richtig gut angefreundet und bin seitdem davon nicht weggekommen. Das Ganze soll sich aber dieses Jahr ändern und nein, mein genaues Gewicht werde ich, glaube ich, nicht preisgeben. Fakt Nummer 17 ist es schon. Ich war früher im Vereinsfußball aktiv, bei einem Verein bei uns hier in der Nähe. Mittlerweile bin ich es nicht mehr, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich immer noch ein anständiger Torwart bin. Das andere, so auf dem Feld, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, dass ich trotz meiner kleinen Größe relativ gut im Tor spielen kann. Also es ist jetzt nichts Übermenschliches, aber im Tor bin ich, denke ich mal, nicht voll die Lusche. Fakt Nummer 18. Ein Fakt, der mir eigentlich sehr gefällt, wenn ich so über mich nachdenke. Und zwar habe ich eine ziemlich gute Menschenkenntnis. Ich kann sehr gut erkennen, wenn jemand vor mir steht, der mir irgendwas vorgaukelt oder der, keine Ahnung, so in den Nebensätzen immer so ein paar, ihr wisst das, so ein paar Sticheleien raushaut oder sich immer so gegenseitig mit mir hochpushen möchte, kriege ich sehr gut mit und würde daher sagen, dass ich eine sehr gute Menschenkenntnis habe, was manchmal gut sein kann, was aber auch manchmal schlecht sein kann, weil man sich dann in Gesprächen so ein bisschen zu viel Gedanken darüber macht, wo andere einfach nur zuhören. Von daher würde ich sagen, dass ich Menschen sehr gut einschätzen kann, aber irgendwas mit Psychologe oder so möchte ich definitiv nicht später werden. Fakt Nummer 19 ist, ich bin sehr offen und stehe dazu, wie ich bin. Ich kann Witze über mich selber machen, ich kann Witze über mich ertragen, bin, denke ich mal, sehr offen, was das angeht. Ich kann eigentlich mit jedem, es sei denn, irgendwer fuckt mich so richtig ab. Das kann natürlich auch mal vorkommen.
aber eigentlich ist es so, dass ich ja nicht so viele Menschen habe, die ich hasse oder so, weil ich einfach sehr offen bin und auf die Menschen auch zugehe. Das kann aber manchmal natürlich auch auf eine gewisse Kontroversität zurückführen, dass manche Menschen mich auch gar nicht abkönnen. Ich glaube, man kann über mich nicht wirklich so eine neutrale Meinung haben. Entweder man mag mich oder man hasst mich übertrieben. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Fakt Nummer 20. Ich wohne in Herne, was als, ja, mit das größte Kaff in NRW oder Deutschland gilt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich mag es hier und würde derzeit eigentlich ungern hier wegziehen. Da, keine Ahnung, ich bin hier groß geworden und möchte eigentlich erstmal hier bleiben, denn irgendwie gefällt es mir. So Leute, das war's auch jetzt schon mit den 20 Fakten über mich oder 20 Facts about me, keine Ahnung, wenn man hier noch einen englischen Titel reinklatschen möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Handbewegung war gerade extremst komisch, ist aber auch egal, ihr könnt ja mal irgendwelche Fakten über euch in die Kommentare schreiben oder irgendwas, was euch, ja, aufgefallen ist, wo ihr vielleicht sagen könnt, ey, das stimmt, das habe ich auch, ich kann auch überhaupt nicht verlieren oder, keine Ahnung, ich habe auch einen Perfektionsdrang. Was auch immer, schreibt es in die Kommentare, gebt ein Like für das Video, wenn es euch gefallen hat und wenn von solcher Art von Videos mehr kommen soll. Ich würde sagen, ich verabschiede mich erstmal und sage mir mal ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, das war's, euer Simon ist raus und ja, morgen gibt es wieder ein neues Video von mir, 19 Uhr. Macht's gut, bis dahin, ciao Leute und tschüss.